herzlich willkommen bei der Nordhessen-Rundschau. Mein Name ist Jasmin Schwarze. Ja, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, heute sind wir exklusiv dabei bei der Premiere von der neuen Arena in Espenau, Meyers Bikeshop Arena. Sie sehen hier im Hintergrund das erste Spiel hier in dieser neuen Namensarena zwischen dem KSV Hessen Kassel und SV Espenau. Wir sind schon ganz gespannt. Die Stimmung ist hier bombastisch. Das Stadion ist total gefüllt. Und ja, wir freuen uns gleich noch auf einige Interviews und wünschen Ihnen nun ganz viel Vergnügen bei unserem Video. Nummer 5, Dua. Der hat gespielt bei Kräuter Fürth in der Regionalliga Bayern. Außerdem als Testspieler, das ist noch nicht als Neuzugang vermeldet, die 22 Tobias Hoppe. Außerdem beim SVE mit der Nummer 10 Asefa Kuribil Desla. Weiterhin beim SVE jetzt auf dem Platz die 5, Jonah Uhl. Als rechter Außenverteidiger die 2, Stefan Ansari. Thank you.
Ja, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, jetzt steht hier das Team bei uns, dass das diesen Tag heute überhaupt erst möglich gemacht hat. Wir freuen uns besonders, jetzt alle interviewen zu dürfen. Jetzt fangen wir mal mit dem Bürgermeister von Espenau an. Wie haben Sie das heute hier empfunden und wie besonders ist das für Espenau? Ja, ist schon was Besonderes, weil das Projekt auch was Besonderes ist, beziehungsweise war, was wir heute dann auch erfolgreich beendet haben mit der Enthüllung des Banners der Mauer Bike Shop Arena. Und KSV Hessen Kassel, Regionalligist zu Gast hier in unserem heimischen Stadion, ist immer eine tolle Sache und würdiger Abschluss des erfolgreichen Projekts. Und es ist doch bestimmt auch schön, diesen Gemeinschaftssinn hier zu spüren. Das Stadion ist voll und so viele Leute fiebern hier heute mit. Das ist in der Tat sehr schön. Das ist aber auch bei allen Heimspielen so. Diesen Gemeinschaftssinn, den haben wir nicht nur heute, den haben wir immer. Weil wenn das nur heute wäre, wäre es schlimm. Nein, den haben wir immer und er zeichnet den Verein insgesamt auch aus und bringt quasi auch das Projekt, wie gesagt, zum Ausdruck. Weil ohne diese Gemeinschaft und ohne die gute Zusammenarbeit mit dem Sportverein wäre das so nicht umsetzbar gewesen. Verstehe. Und der erste Vorsitzende vom SV Espenau ist natürlich auch hier. Wir haben ihn eben schon erlebt, die Kinder lieben ihn und sie hören alle total auf ihn. Also es ist wirklich faszinierend zu erleben. Wie schaffst du das, diese Verbindung zu den Kindern hier herzustellen und den Fußballsport zu fördern? Naja, in erster Linie ist es für mich etwas einfacher, auch mit den Kids umzugehen, da ich auch gleichzeitig noch Jugendtrainer bin. Ich trainiere noch zwei Jugendmannschaften bei uns hier im Ort. Und von daher ist dann natürlich eine gefestigte Bindung entstanden in den letzten Jahren, auch in verschiedenen Altersgruppen. Ja, und das macht mir halt besonders viel Spaß. Und, und das mache ich halt gemeinsam mit meinem Kollegen, dem Jan Seidel, zusammen. Und wir beiden ergänzen uns da wirklich super im Bereich der Abteilungsleitung, haben da, denke ich, in den letzten Jahren auch gute Wege gefunden und einiges vorangetrieben. Und ich habe gesehen, auch viele Mädchen sind hier begeistert beim Fußball dabei. Das sind eher die Freundinnen. Ah, okay. Ja, wir haben da leider keine Damen oder keine Jugendmannschaft. Also ich selber habe 3 oder 4 Mädels in den letzten Jahren mit betreuen und trainieren dürfen. Aber sobald die Mädels etwas älter werden, rücken die dann raus aus dem Fußballbereich der Männer, sage ich einfach mal, sobald die 16 sind und wechseln dann entweder nach Hessen-Kassel oder aber zum Jan Kallen, der auch eine hervorragende Mädchen- und Frauenabteilung hat. Ja. Okay. Ja, und jetzt auf meiner linken Seite René Wehenhardt vom Mauers Bike Shop, die Mauers Bike Shop Arena. Wie stolz bist du heute über diesen Tag, René? Ja, da bin ich schon ganz stolz drauf, dass das auch so gut geklappt hat mit dem Bürgermeister von Espenau und dem Ralf vom Verein und dem ersten Vorsitzenden und dass das alles so reibungslos abgelaufen ist und geklappt hat. Und ich freue mich heute auch hier zu sein und dass so viele Zuschauer da sind, das hätte ich gar nicht gedacht. Und es ist ein schöner Tag, ne? Und ich hoffe, dass wir heute noch ein paar Tore schießen. Ja, und ich finde halt auch, die Atmosphäre ist hier wirklich einzigartig. Also es ist so ein Miteinander, ist eine Freundlichkeit da und es macht einfach viel Spaß, hier zu sein. Ja, das stimmt. Also das merke ich auch hier bei den Zuschauern. Die kennen sich alle. Hier ist man halt noch eine Gemeinschaft. Und das ist auch, finde ich, ganz wichtig. Und das ist halt, wenn man hier auf so einem Dorf ist, wo man dann noch ein Verein ist. Und das sind ja unheimlich viele Mitglieder auch. Wir sind, glaube ich, 1200 Mitglieder im Verein. Das ist schon ein Riesenverein, finde ich. Ne? Und deswegen ist auch die Zusammenarbeit dazu zustande gekommen. Sehr schön. Und jetzt haben wir noch Ralf Waldeck von Starke und Reichert. Ralf, wie hast du heute diesen Tag hier erlebt? Also ich bin erstmal begeistert, dass so viele Zuschauer da sind. Also es ist fast wie bei jedem Heimspiel, aber doch immer noch einen Tag mehr, weil viele aus Kassel auch angereist sind. Und die Freude überwiegt einfach, weil wir heute etwas abgeschlossen haben, was vor über einem Dreivierteljahr begonnen hat. Auf dem Schiff Hessen bei einer Veranstaltung vom Netzwerk Nordhessen sind wir mit René in Kontakt gekommen und er war von dieser Idee sofort begeistert. Und dann haben wir das alle zusammen gemacht. Großes Kompliment und Lob auch nochmal an die Gemeinde und an Carsten Schröder als Bürgermeister, die diese ganzen bürokratischen Hürden überwunden haben und die Wege freigemacht haben. Und letzten Endes profitieren alle davon. Und ich glaube, der Verein freut sich auch, so einen netten Sponsor wie den René, so einen menschlichen Sponsor wie den René gefunden zu haben. Und das passt einfach wie die berühmte auf den Eimer. Das stimmt, wie die Faust aufs Auge. Und jetzt habe ich noch mal ein paar Fußballfragen. Ich meine, wir haben EM in Deutschland, das geht nicht ohne. Das heißt, Freitag spielt Deutschland gegen Spanien. Euer Tipp? Wir gewinnen 3-1 und kommen eine Runde weiter.
Sehr witzig, ist auch mein Tipp. Ja. Ja. Weil du einfach auch Fußballfachverstand hast. Ja. Das ist nett, Dankeschön. Und deine? 2-1 Deutschland nach Verlängerung. Alles klar, René? Ich sage mal 5-1 Elfmeterschießen. Für Deutschland? Für Deutschland, ja. Elfmeterschießen war gut. Ich bin auch bei einem 2-1, aber in der regulären Spielzeit. Alles klar. Und wer wird Europameister? Falls wir Freitag wirklich Spanien schlagen, werden wir uns das Ding hier zu Hause erholen. Da bin ich fest überzeugt von. Verlieren wir gegen Spanien, was ich natürlich nicht hoffe, dann machen es die Spanier. Also der, der am Freitag dieses Spiel gewinnt, wird meiner Meinung nach auch Europameister. Okay. Ja, also ich sehe es genauso. Europameister wird Deutschland. Das wünschen wir uns alle. René? Ja, also ich sage, dass es auch Deutschland wird, aber wenn wir dann natürlich verlieren würden, dann bin ich für die Schweiz. Okay. Die spielen guten Fußball auch. Die diplomatische neutrale Schweiz, okay. Und Ralf? Also Europameister wird der normalerweise, der das Endspiel gewinnt. Und ich hoffe, dass wir das sind. Wenn nicht, es ist so viel möglich jetzt, so viele komische Spieler auch gewesen jetzt schon, dann würde ich sagen, entweder die Spanier oder die Franzosen. Wir sind gespannt. Wir überprüfen natürlich Freitag die Ergebnisse. Wir drücken alle Deutschland die Daumen und wünschen Ihnen jetzt noch ganz viel Freude mit unseren Impressionen vom SV Espenau. Und besuchen Sie doch einfach mal Espenau, wenn Sie es hier noch nicht kennen. Es ist so viel Freude hier. Es macht total viel Spaß. Wenn Sie Fußball lieben, werden Sie den SV Espenau auch lieben in der Mauers Bikeshop Arena. Wir sehen uns. Ihre Nordhessen-Rundschau.